Mountainbike-Unterricht an der Mittelschule in Laber. Die Helme stellt die Schule, die Fahrräder auch. Das Training auf dem Sportplatz ist Pflicht. 15 Schüler sollen ein Gefühl fürs Fahrrad bekommen. Später soll es ins richtige Gelände gehen. Alle arbeiten jetzt, helfen hier zusammen und falls einer mal umfällt, helfen sie ihnen ja auch wieder. Das macht mir viel Spaß. Es ist mit den Freunden. Und ich habe am Dienstagnachmittag eh nie was zu tun. Das heißt, auch wenn es Schule ist, macht trotzdem Spaß? Ja, trotzdem. Lehrerin Petra Falter hat die Mountainbike-Gruppe aufgebaut, mit Hilfe des Bikepool Bayerns. Seit 12 Jahren engagiert sie sich dort. Heute kann sie sich vor Anfragen nicht mehr retten. Dabei geht es hier nicht nur um Spaß, sagt sie. Disziplin ist wichtig und das funktioniert besser als im Klassenzimmer. Also wir haben Regeln, wenn wir ins Gelände gehen. Es soll niemand belästigt werden, es sollen möglichst keine Spuren hinterlassen werden. Und für mich ist es bezeichnend, wenn ich aus so einer Gruppe 2, 3 Kinder rauskriege, die weiter Radfahren, die Freude dran finden, die vielleicht auch in einen Verein gehen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn die anderen einfach Spaß am Radfahren haben und das gerne weitermachen, dann ist das toll. 100 Kilometer nördlich in der Nähe von Sulzbach-Rosenberg. Hier bildet der Bikepool Bayern Lehrer aus, die in Zukunft ebenfalls eine Bikegruppe leiten wollen. Teilnehmer aller Schularten sind dabei. Die meisten können Mountainbike fahren allein. Hier lernen sie, wie sie das auch mit einer Gruppe von Schülern machen können. Ja, wir kriegen ja hier das Handwerkszeug mit, einfach, damit wir wirklich einschätzen können, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und Mountainbike ist halt schon auch für die Schüler interessant, weil halt so ein bisschen der Nervenkitzel dabei ist. Aber natürlich muss man immer ganz klar wissen, wo die Grenze ist. Ich halte es vor allem aus dem Bereich Erlebnispädagogik für wichtig, dass man mit schwächeren Schülern in Sportarten, die halt ein wenig herausfordernd sind für die Kinder, arbeitet. Und vorgehen und nächstes gehen wir. Der wichtigste Moment in der einwöchigen Ausbildung, die Lehrprobe. Hier prüfen Experten von Kultusministerium und Bikepool Bayern, mit welchen Übungen die Lehrer ihre Schüler selbst ausbilden. Immer mehr Schulen wollen mitmachen, sagt Michael Kreil vom Bikepool Bayern. An engagierten Lehrern mangelt es nicht. Es ist einfach cool, aber wir vermitteln den Schülern auch, dass sie nicht nur die Coolness, dass das im Vordergrund steht, sondern dass sie sich auch sicher bewegen und nicht das Gehirn ausschalten beim Mountainbiken, sondern wirklich das auch mit Köpfchen betreiben. Du schaltest das vordere Kettenblatt auf klein. Dann hast du schnelle Umdrehungszeit. Zurück in Laber, letzte Theorieeinheit. Petra Falter fährt mit ihren Schülern jetzt ins Gelände. Es gelten eiserne Regeln. Abstand halten, auf dem Weg fahren, kein Risiko. Und das Wichtigste, schieben ist keine Schande. Auch wenn diese Schüler richtig fit sind. Was nimmst du so mit? Keine Unfälle bauen. Auf die Lehre hören. Wenn wir sonst das hat man gelernt, ja? Ja. Und wo man nicht hinfahren sollte. 2 Stunden dauert die Unterrichtseinheit. Im Winter werden sie in der Halle weiter trainieren. Radeln statt rumhängen, ein sinnvolles Projekt. Kein einziger Schüler hat sich hier bislang krank gemeldet.